Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Ja, es geht weiter mit der Story. Wir sind unter dem Aquädukt. Sie hat es Hugo in der ersten Folge erklärt, wie man es ausspricht. Er hat erst Aquädukt gedacht. Aber ja, wir sind jetzt unter dem Aquädukt. Und scheinbar hat Laurentius hier ein geheimes Alchemielabor oder etwas anderes versteckt. Und wir suchen jetzt einen Weg dorthin. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter und schauen mal, wo uns das hier hinführen wird. Falls euch dieser Part gefällt, lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Darüber freue ich mich natürlich sehr und wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Folge. Ich guck mich noch mal ein bisschen um. Ich möchte nichts verpassen, falls hier doch ein paar Sachen liegen, die ich mitnehmen kann, so wie das hier gerade. Es wäre richtig cool, wenn ich ein bisschen schwimmen könnte. Ein bisschen baden würde uns, glaube ich, gut tun. Weil vielleicht können die beiden gar nicht schwimmen. Also Hugo definitiv nicht. Ich wundere mich eigentlich, der hat doch nie schwimmen gelernt. Wieso hat er denn den Sprung im Fluss eigentlich überlebt? Hatte Amicia ihn getragen? Das ist jetzt eine große Frage, das Mysterium von Hugo. Eine was? Eine das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Gut, dann kurbeln wir doch mal. Ne, ich nicht. Ah, ich lass einkurbeln. Melly, übernimmst du? Ja. Ich gehe mit Hugo rüber. Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Hätte ich auch heulen müssen. Ach guck, das ist ein Boot. Ja, danke schön. Hoffentlich können sie schwimmen. Hoffentlich kann das Boot schwimmen. Los geht's. Wow. Captain Hugo und Amicia auf dem Weg. Ich sehe gar keine Fische. Okay, der fällt gleich runter. An dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Nein, würdest du nicht. Ich auch nicht. Okay, ich muss gleich für die anderen drehen, damit sie rüberkommen. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Ja. Yep. Ich drehe hier erstmal. Hugo, bleib an meiner Seite. Renn hier nicht so viel rum. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein Babywal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Steigt ein! Wir kommen! Muss ich jetzt wieder zurückdrehen? Ja, ne? Gut, ihr könnt loslassen. Okay. So. Okay, ich gehe schon mal ein paar Sachen sammeln, bevor sie da sind. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Ich hatte Angst. Ich vergesse es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Ja. Los, gehen wir weiter. Okay. Achso, dahinter war auch noch was versteckt. Moment, den kann ich auch noch mitnehmen. Eine Schnur. Okay, super. Was ist denn immer das oben in der Ecke? Ich sehe immer so Wolken, so komische Wolken. Das ist ein bisschen unheimlich. Ist zu. Mach mal auf, Milli. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Milli, die Schlösserkünstlerin, kriegt alles auf. Fertig. Super. Hier, sie ist barfuß. Wie kann sie mit dem barfuß hier rumlaufen? Es muss eiskalt sein. Ihre Füße sehen auch ein bisschen kaputt aus. Natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Na klar. Was ist das hier für ein Ort? Das. Nein, das kann nicht sein. Das muss ich. Was?
Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Habe ich leider seinen Dialog unterbrochen. So ein Mist. Ich hätte gerne gewusst, was er sagt. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Okay. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Schweinen und Mörtel umgehen können. Aber ich schieb sie da an das Loch rein. Eine ganze Menge von ihnen. Okay. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Kriege ich Gänsehaut. Komm mit. Vielleicht sind die Ratten auch schon etwas länger hier. Irgendjemand wusste von den Ratten, auch wenn es vielleicht jetzt erst so intensiv war. Ich meine, die Pässe sind zum ersten Mal da, glaube ich. Was ist? Kletter bleibt hoch, Lukas? Ich helfe dir. Also ach so, ja, okay. Lukas bleibt bei Hugo, dann kriegt er auch keine Panik. Finde ich super. Ich gucke mich hier nochmal um. Kann ich solche Kisten eigentlich auch kaputt machen? Weiß das jemand? Ich meine, mit dem Stein da so draufhauen und dann ist da was drin, ne? Ich probiere es aus. Nee, scheint nichts zu bringen. Ist auch nicht markiert oder so, wenn ich das mache. Ich habe nur einen Stein verschwendet. Okay, hier liegt noch Stein. Und, super, Alkohol. Das fehlt ihm ja, glaube ich, um meine Tasche zu verbessern. Dann zünde ich das mal an mit dem Feuer. Zack. Überall diese verdammten Ratten. Die müssen jetzt verpuffen, ja. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Ich kann ja nicht runter. Ob wir sie irgendwie runterholen können? Brücke runterlassen! Danke! So. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Gut, ich mache das Ding und schieb das dahin, damit die Ratten auch in dieses blöde Ding da geraten. Na los, kommt rüber, ihr Faulchen! Ich meine, in das ganz tolle Ding, damit wir da durchlaufen können. Ich finde, wir sollten diesen Soldaten ebnen. Aber wahrscheinlich kommen die schon selber da drauf, was man machen muss. Und puff. Nein, doch nicht. Jetzt muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Okay, super. Komm, Hugo, wir gehen. Ich glaube, da hinten war nichts. Ja, weil die Ratten dann irgendwie nicht da rauskommen mehr. Ich gehe zuerst. Für immer da unten eingesperrt. Ich gehe zuerst. Okay. Hätte ich ihn auch zuerst gehen lassen können. Ich sollte mal netter zu Hugo sein, glaube ich. Es sei denn, man konnte nur als erstes gehen. Gut, weiter geht's. So ein riesiger Komplex. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ich würde erstmal durchluschern, bevor ich da durchgehe. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon bevor ich die Tür aufmache, meine ich. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Oh, guter. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber... Unheimlich. Das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Boah, ist die Musik creepy. Da ist ein Soldat. Da, oder? Oder was ist das? Sieht jedenfalls so aus, weil er irgendwie Feuer... Nein, okay, doch nicht. Ich habe schon gedacht. Halt, bevor ich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie... Oh, hast du das gesehen? Da der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Voll verpasst. Ist das euer Ernst? Hat sie was da gerade gefunden? Ich wollte erst mal gucken, was es hier gibt. Ja, mach die Tür auf, bitte. Ja. Jetzt habe ich voll die spannende Szene verpasst. Die mögen die Blitze nicht. Das ist ja interessant. Ist offen. Oh, muss ich jetzt mit den Blitzen mitgehen? Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen vier haben? Räuberessig. Riecht nicht besonders. Vier Räuberessig.
Eine bekannte Legende erzählt von 4 Dieben, die einen Weg gefunden hatten, verseuchte Gebäude zu plündern, ohne selbst infiziert zu werden. Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, sollten sie ihr Geheimnis preisgeben. Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur und anschließend an Ort und Stelle gehängt zu werden. Die Wirksamkeit dieser Mixtur bleibt jedoch äußerst fragwürdig. Wenn es warum nicht stinkt, lügt es man da diese hast du Leute unrecht. An? Ihnen Hoffnung zu machen, nur damit sie Geheimnisse ausplaudern. Okay, es war sowieso nicht nützlich. Vielleicht haben sie das gewusst, dass sie des Todes sind. Oh Mann, da sind sie. Weil das Blitz rennen wir los. Oder? Ja, rennt! Los, sie mögen lauf. Die Blitze nicht. Lauf, das lauf, lauf, verrückt. Lauf! Die anderen werden jetzt gefressen. Kommt. Ja. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Ruth. Das ist so ob weit weg. Ob das noch reicht? Ich trau dir nicht. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Okay, Moment. Vielleicht treffe ich das von hier. Ja. Ich bereite schon mal vor. Das müsste helfen. So. Jetzt noch ein Blitz. Okay, los! Jetzt, da los, da los! Gut. Weiter. Reicht das noch bis dahin? Moment. Oh, scheiße. Das reicht nicht. Ich dachte, ich hätte noch... Oh, Mann. Sorry. Ich dachte, ich hätte noch treffen können. Nein, da war ich das ungeduldig. Das ist zu weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Ja. Zack. Das müsste helfen. Jetzt beim Blitz abwarten. Okay, los. Jetzt, na los, na los. Diese Musik ist so unglaublich. Wow. Mega unheimlich. Achso, das kann ich nicht mitnehmen. Gut, diesmal klappt es. Nicht noch nicht. Zack. Ich bin zu nah, ich bin zu nah, ich bin zu nah, ich bin zu nah. Los, wir werden das scheiße, scheiße. Das war richtig knapp. Komm, los, Jugo, rüber. Ja, gut. Schnell, schnell, schnell. Gebt es euch an. Ich hab vergessen, dass das Ding ja ausbrennt. Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Wow. Chateau d'Ombrage. D'Ombrage. Von hier aus ist es das sogar wohl heißt? Noch größer. Hat jemand von euch gehen Französisch? Ich kann's nicht. Ich habe Französisch nie gelernt. Ich habe Spanisch gelernt und Englisch und kein Französisch. Ich hätte es gerne gelernt, glaube ich, hinterher so. Ich mag die Sprache, die ist sehr schön. Die klingt sehr schön, sie ist sehr romantisch. Ha, unglaublich. In dem war auch schon in Paris tatsächlich. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht wow. Trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Ja, ja. Wer? Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Da hat sich was bewegt? Okay, ich gehe trotzdem gucken. Hört sich nach Ratten an. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Ein Feuerbecken, oh, das anzünden kann. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Okay. Komm, Hugo. Scheint war das bist der richtige so weit, Weg. Mally? Kann ich noch da drüben in eine Richtung laufen? Nee? Ah, es war schon der richtige Weg. Okay, super. Ich soll die Wohnräume also ergreifen. Los. Die Belagerung gut, machen wir das. Des Chateau d'Ombrage. Zwei ist das nicht die falsche Tausende Richtung? Von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sie, nur, sie denkt sich auch schon was aus. Sterbt! Achso, ich. Ja, dränge sie da rein. Okay. Super. Okay, ich lasse los. Ich glaube, wir können runter. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich okay. Lasse dir den Vortritt. Danke. Dein Spezialgebiet. Sehr ist Hugo? Großzügig. Hugo? Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin gleich wieder. Schon gut. Du kannst kommen. Nach dir. Okay. Hier sind sie auch drin, ne? Ich frage mich, ob diese Ratten unendlich lange überleben können. Soll ich da jetzt echt alleine durch? Okay, wo muss ich hin? Einfach nur die Treppen da rauf. Okay, warte mal, ich lege es nochmal hin. Ich nehme noch ein anderes Holzstück. Ich musste erst mal gucken, wo lang. Und dann verbrauche ich ein bisschen Zeit dafür. So, aus dem Weg. Mist, Fietja. Oh, warum geht es so lang? Ich fühle mich schon gleich viel besser. Ja, ich mich auch. Die anzünden schnell. Oh, perfekt. Rauf.
Ohne Mellie werde ich es nicht schieben können. Sie kommt doch. Nein, kommt sie nicht. Oh Mann. Okay, ich dachte, sie wäre hinter mir. Jetzt habe ich kein Holzstück mehr. Mellie, nimmst du dir bitte auch ein Holz? Ist oben Holz gewesen? Mellie, du kannst dir doch ein Holzstück nehmen, verdammt. Mellie. Was passiert jetzt? Hey, seht mal. Oh. Ah, okay. Cool. Kommt sie jetzt in den Gulli? Nee, in den Becken, ne? So, jetzt wissen wir, wozu die Gruppe gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Cool. Mellie, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Mhm. Komm, Mellie, mach mir die Brücke runter. Wir wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Unser? Wieso? Brücken! Los! Wir müssen hier weiterkommen. Zack, zack, Leute. Hier ist noch ein Gerät, damit kann ich... Die müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Okay, aber ich habe kein Feuer dafür. Sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ah, Moment. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Zack. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Los geht's. Bereit? Machst du mir bitte das auf? Hallo? Drehen! Schaffst du das? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Super. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Zack. Jetzt habe ich keine Inferior-Dingsbums mehr. Okay, wer von denen kann ich sagen, dass sie das schieben sollen? Lukas! Schiebst du die Ratten runter? Oder muss ich jetzt komplett zurück? Ich kann gar nicht zurück. Und ihr kann ich gerade auch nichts sagen, glaube ich. Mellie! Hallo? Kann ich irgendjemanden von dem sagen, dass sie das bitte schieben? Ich glaube nicht, dass ich zurück muss dafür. Okay, vielleicht ist da eine Treppe oder so, die ich übersehen habe. Hier! Ah, ich muss es selber schieben. Okay, alles klar. Nicht immer die Arbeit den anderen überlassen, ne? Nehmen wir einmal das Zeug hier, den Stoff, und jetzt schieben wir wieder. Los. Mellie, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. Zu viele? Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Gut, Mellie, du musst dein Ding auch schon mal drehen. Do it! Finde es gut, dass das Feuer nicht ausgeht, obwohl es regnet. Hier laufe ich auch gleich nochmal rum und gucke, was es hier so gibt. Ich will ja nichts verpassen, ne? Okay, ich habe sie dorthin gebracht. Jetzt kannst du das Ding da drehen. Oder muss ich das schon wieder tun? Ah nein, ich kann es dir sagen. Do it! Na bitte, rein in die Grube mit euch! Ja, perfekt! Ja, super gut. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Okay. Den letzten Bereich. Ich weiß überhaupt nicht, wo Hugo und die anderen sind. Das frage ich mich eigentlich gerade. Ich höre auch nichts mehr von denen. Ich habe auch gesagt, dass der hier bleiben soll. Nicht hier bleiben soll. Naja, die chillen jetzt eine Runde, weil sie denn sonst Angst haben, wenn sie die Ratten sehen. Ach, ich meine, Hugo kriegt schnell Panik, ne? Ich brauche das Feuerbecken. Du brauchst das Feuerbecken, okay. Das kann ich nicht einsammeln. Was ich, glaube ich, brauche, um mein... Oh, was ist das da hinten? Kann ich irgendwas sagen? Nee. Ich möchte gerne meine... Oh, scheiße. Ich brauche das Feuerbecken. Oh, jetzt habe ich es erst kapiert. Ich muss die Ratten schon wieder zurückziehen. Wieso sind denn schon wieder welche da? Warum habe ich denn nicht alle erwischt? Ich hoffe, ich erwische sie jetzt. Einzelne Ratten haben es überlebt. Oh, wieder zurück damit. Also gut, auf ein neues.
Ist ein nettes kleines Rätsel, muss ich sagen. Beziehungsweise so richtig rätselhaft ist es nicht. Es ist ja klar, die Mechanik ist deutlich. Die Mechanik ist logisch. Bald sehen wir den Turm. Nee. Ja, ist ja bahnstrengend hier. Oh, kann ich mehr. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, die Kapitel werden auf jeden Fall jetzt immer länger. Das finde ich auch toll. Ja, ein paar habe ich zerstört. Yes. Das ist schon besser. Ja. Finde ich auch. Ich kann da, glaube ich, lang. Ich will trotzdem... Ich hoffe, hier ist jetzt keine mehr. Ah, sie steht da. Okay. Ich gucke nochmal, ob hier irgendwas zum Sammeln ist. Nö, sieht gut aus. Okay, und was sollen wir jetzt machen, Millie? Ich wäre soweit. Ja? Okay. Zurück oder wie? Hä? Sekunde, ich muss erstmal einen Überblick mir verschaffen. Ah, es kann weiter nach da geschoben werden. Okay, dann komm, muss ich nochmal kurz drauf. Ich komme. Sie sehen. Okay, super. Alles klar. Die Brücke. Dann. Wir sollten sie besser runterlassen. Ja. In die Richtung? Ja. Nach rechts gedreht. Schieben wir die Ratten weg. Sehr gut. Oh, sie kommen aber hinten wieder mit, ne? War das richtig? Ah, wenn ich es loslasse, fährt es zurück. Oh, okay, ich lasse es runter. Eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das Chateau d'Ombras. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ja. Ich. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Süß, wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Feuerbecken vom Wall. Kann ich das nicht auch schieben? Oben vom Wall. Keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Achso, wenn ich es loslasse, fällt es eh zurück. Okay, sie gibt mir Deckung. Dann gehe ich da wieder runter. Ist klar, sie ist super eigenschaft. So, do it, girl. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Shit. Und nun? Hier liegen die herstellen. Mehr, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Hier ist ja die Amazone. Erzähl ihnen doch eine Geschichte. Sehr witzig. Ich muss zu einer Leiter. Die ist da hinten. Okay, anzünden. Und da durch. Ah, wartet. Nee, ich lasse die nochmal liegen. Ich zünde das an. So. Jetzt nehme ich das Holz mit. So fühle ich mich ein bisschen sicherer. Kann ich das nehmen? Ja. Musik. Ziemlich cool und spannend. Ah, so viele Ratten. Oh ja, ja, ja. Die kommen hinter mir. Bestimmt wieder hinter mir. Oh, ich hasse sie. Okay, raus. Schnell. Dafür musste ich es anzünden. Ich hätte sie nicht loslassen können. Sie hätte mich sofort gefressen. Wahnsinn. Hier ist eine Tür. Ist aber... Ist es schon der Eingang? Ausgang? Verschlossen. Nee, dafür brauche ich Millie. Ey, ist super gut. Ja, für diese Scheiße muss ich ständig irgendwas verbraten. Ich vergesse mal, dass ich diese Ingredients ja eigentlich gerne behalten möchte. So eine Kacke. Okay, ich dränge sie jetzt erstmal wieder weg. Bam, 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 bam. Okay, ich weiß gar nicht, was wir hier gerade machen. Jetzt komme ich da unten. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Ja. Gut, okay. Dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Gut, ich komme. Ah, super. Danke. Töte sie. Jawohl. Hilf mir rauf. Mimi? War das nicht richtig?
Komme ich da hinten hoch? Ja. Perfekt. So viele Ratten. Okay. Gut. Jetzt muss ich nur mal kurz überprüfen, was ich machen soll. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mal kurz irgendwas drehen. Ich glaube, das bringt nichts, weil hier sind gerade keine Ratten mehr. Da muss ich einen anderen nehmen, weil wir wollen die letzten Ratten runterschieben. Okay. Ich versuch's mal hiermit. Nee, das ist der. Ach so. Muss die Leiter nochmal da, ne? Okay. Gut. Ich muss da nochmal runter und dann schiebe ich die restlichen Ratten in den Abgrund. Und zwar hiermit. Darum geht's her. Damit wir alle hier sicher durchkommen. Los, komm schon. Scheiße, wir haben's fast geschafft. Scheiße, wir haben's fast geschafft. Mit diesen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. So, schieb, schieb, Millie. Jetzt, schieb, schieb, schieb. Jetzt, lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Krass. Ich hab's geschafft. Boah, ist da alles voll. Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich! Auf zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. So, das war's mit dieser Folge. Wir haben ein neues Zuhause erobert. Ich freue mich auf die nächste Folge, bin gespannt, wie es weitergehen wird. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Und falls ihr auch noch nicht abonniert haben solltet, dann tut es doch gerne jetzt. Damit supportet ihr mich und meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.